life of old Mr. Sunshine himself. Raz. He's back in the media dimension and they think I'm crazy enough to go. Was sind das für Personen? Ja, das sind so zwielichtige Gestalten. Und, so wie wir. Genau. Tierquälerei, die Ohrfeigen ein Gecko. Ja, ist, das ist aber ein besonderer Gecko. Das ist nämlich ein Agentengecko. Der Gex. Ja, genau. Lässiger Agentenlurch, schrieb Gunnar damals im Test. Ja, sag du was, du musst das kennen. Ich hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, aber echt ein schönes Spiel, habe ich damals richtig gerne gespielt, war witzig, war sehr eingängig und auf dem PC hat man ja solche Jump'n'Runs nicht so. Und es parodiert Filme. Ja. Aber trotzdem war es mir zu bunt. Das hat ja im Untertitel heißt Enter the Gecko und ich glaube, das bezieht sich auf den Bruce Lee-Film Enter the Dragon. Ja, den kennt ja jeder quasi, der steht auch bei mir zu Hause ganz weit vorne im DVD-Regal. Ein großer Film, ein schöner Film. Was ganz toll war, das war so eine Persiflage auf bekannte Filme. Also es gab Levels, die haben so ein bisschen an Indiana Jones erinnert und halt so große Filmklassiker. Das war für mich als Filmfan natürlich immer ganz groß. Allerdings ist es halt, sieht aus, als ob da irgendwie ein Grafikdesigner ein LSD-Problem hätte. Gunnar hat damals im Test übrigens auch mutig eine Zwischenüberschrift Schwanzattacke tituliert. Das fand ich ganz super. Außerdem, wenn ich so springende Viecher spielen will, dann habe ich ja eine Konsole. Wofür kaufe ich mir für 100.000 Mark einen PC, um dann so ein Gehüpfe zu spielen? Jetzt sag halt was. Hey, das ist, von denen hatten wir doch, von Crystal Dynamics hatten wir auch neulich erst ein Spiel, das Pandemonium, und jetzt schon wieder mit so einem 3D-Jump'n'Run. Ja, und es ist grotesk, dass sie ja heute Tomb Raider machen und dann damals mit sowas angefangen haben. Ja, und das, damit ist auch wieder alles gesagt. Alles, ja. Unreal. Ich weiß, seit ich bei GameStar arbeite, streite ich mit Christian darum. Ich finde das Spiel brillant, er findet es eine Katastrophe, da würde er jetzt wahrscheinlich gleich in epischer Breite darüber erzählen. Das ist ein super Spiel. Einfach. Das erste Unreal. Grandios. Nee. Doch. Ja, ich weiß nicht, müssen wir dazu was sagen? Weißt du, fandst es doof? Boah. Es gibt ja bis heute noch diese zwei Lager. Das eine sagt immer, Half-Life war besser und das andere, Unreal war besser. Mhm. Und ich sage, die waren beide toll. Nee, Half-Life war besser. Ich glaube, es ist nur der pure Neid, weil ich damals so ein Cyrix P166 Plus hatte. Du konntest es nicht spielen. Nee. Ah, das ist natürlich bitter. Echt, weil es so wirklich denkwürdige Momente hatte. Und es war viele Unreal. Es gab diesen langen Gang. Und plötzlich macht's bam, bam, bam. Und das Licht geht nach und nach aus. Die Tür öffnet sich und der Scar steht vor dir. Wow, das ist unvergesslich. Immer noch. Vielleicht solltest du nochmal den kreativen Kopf erwähnen, der hinter dem Spiel steckt. Ja, der Name von dem Mann ist James Schmalz. Ja. Und ich finde, das ist ja ein anerkennenswerter Mensch, der hat viel geleistet. Aber ich finde es immer noch witzig, wenn ich mir vorstelle, dass sie sagten, das Spiel hat Schmalz gemacht. Ja. Da steckt Schmalz dahinter. Ja, steckt eine Menge Hirnschmalz drin. Und sie haben damals eben gesagt, Schmalz locke Spieler an. Mit diesem tollen Spiel. Ich glaube, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass deutsche Spiele geschnitten werden, weil da wurde dann das Blut rausgenommen und die Anfangsszene, wo du aus dem Raumschiff fliehen musst, die war dann relativ unblutig. Und da dachte ich, ach so, sehen Spiele also auf Deutsch aus. Wobei die technische Leistung natürlich anerkennenswert ist. Damals war die Technologie war die Quake Engine, dann kam dieses Spiel und es hat die Quake Engine deklassiert. Das konnte dynamische Lichteffekte, volumetrische Nebeleffekte und sowas. Es war damals beeindruckend in einem Maße, den man heute schwer nachvollziehen kann. Sieg den Rettungshubschrauber. Verstanden. 27, hier 26, Feuer frei. 26 sind schon unterwegs, Sir. Raketen sind im Flug. Comanche, eines der ganz, ganz wenigen Flugspiele, die ich auf meiner Platte hatte. Ich habe damals meinem Kumpel Michael extra seinen Thrustmaster Joystick ausgeliehen für dieses Spiel. Das mit Schubkontrolle und ganz vielen Knöpfen. Ich habe das Ding ihm, glaube ich, erst nach 5 oder bestimmt 10 Jahren wieder zurückgegeben. Entschuldigung dafür. Stupid Flanders. Hubschrauber. Mehr sage ich dazu nicht. Voxel-Grafik. Ja, okay, doch. Jetzt haben wir noch was. Jetzt haben wir zu viel gesagt. Also, ja. Comanche Gold, ich habe gedacht, es sei irgendwie so eine Collection, ja? Weil Gold, kennst du? Nein, es war ja nur eine Neuauflage. Es war eine Neuauflage und mein Gott, ja, Hubschrauber mal wieder. Aber wie aus das sah? Ja, es war halt Voxel-Grafik. Ja, aber schöne Voxel-Grafik. Ja, Voxel.
Aber das, auch das ist das genau das gleiche wie Unreal. Spielerisch sind wir uns, glaube ich, einig, taugt es ja nichts. Aber die technische Leistung ist anerkennenswert. Die Voxel Engine ist echt beeindruckend. Mhm. Weißt du eigentlich, dass Voxel ursprünglich außer, diese Technik ursprünglich aus der Medizin kommt? Was haben sie damit gemacht? So Brüste? Erhebungen haben die damit so nachvollziehen das können. Das ist interessant, das wusste ich nicht, aber das sieht ja auch so aus da. Was sind denn eigentlich diese roten Flecken da unten, die sich da bewegen? Erhebungen. Ah. Hm, so sehen Erhebungen aus, wenn man sie mit Farben darstellt. Aber das Coole an Comanche war ja auch, dass du dafür nicht so ein ganzes dickes Handbuch da auswendig lernen musstest, sondern das konntest du wirklich relativ locker losspielen und das war natürlich dann eher so meins. Voxel und Schmalz, Gott erhalt's. Jetzt kommt ein ganz trauriges Kapitel der PC-Spielegeschichte. Ja, für Davilex war das überhaupt kein trauriges Kapitel, sondern ein sehr erfolgreiches. Ja. Der Autobahnreiser, oh mein Gott! Wir haben 27% gegeben damals. Ja, und auf dem neuen System würde es wahrscheinlich gar nicht mehr in die Wertung reinfallen. Oh mein Gott, nach so vielen großartigen Spielen der Autobahnreise. Da, nimm's weg! Oh. Das Spiel hat von uns was bekommen? 27. und dennoch kennt es heute noch jeder. Ja. Woran hat es denn gelegen? Warum haben wir denn nur 27? Ja, man beachte das Kollisionsverhalten. Das ist kein Porsche, das ist ein Gummiball. Ich zähle mal auf. Grafik ausreichend, Sound mangelhaft, Bedienung ausreichend, Umfang mangelhaft, Multiplayer nicht vorhanden. Also das ist, glaube ich, das schlechteste und zugleich bekannteste Spiel. Weil es aber auch... Ich kenne jetzt echt viele Spiele, ich bin lange dabei in der Branche, aber das ist der cleverste Spielename, der jemals erfunden wurde. Ja. Autobahnraser. Kann sich jeder was drunter vorstellen? Ja. Denkt jeder sofort, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und bei den Deutschen war es, das wundert mich, wahnsinnig erfolgreich. Obwohl es nicht mal aus Deutschland kommt, sondern aus Holland, von Davilex. Ja. Und wurde mit 10 Mann, glaube ich, gemacht. Man sieht es ihm nicht an. Also es könnten auch 3 Mann gemacht haben oder einer. Aber eigentlich hätte es ja ein internationaler Erfolg werden müssen, wenn ich überlege, wie oft ich in Amerika gefragt werde, ob es wirklich stimmt, dass man auf der deutschen Autobahn so schnell fahren darf, wie man will. Und obwohl es nicht stimmt, sage ich jedes Mal, ja! Ja, die haben im Laufe ihrer Firmengeschichte relativ viele Spiele gemacht, aber alle Schmutz, also wirklich durch die Bank alle. Und das Ding haben sie ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Autobahnraser 2, 3, 4, Urlaubsraser, Londonraser, Europaraser. Autobahnraser, der Film! Natürlich, in dessen Premiere wir waren. Ja, richtig. Ja, klar. Wir waren damals, wir haben Alexandra Neldel, war 7 Reihen von uns entfernt. Ja, gesessen. Tatsächlich. Ich glaube, sie schämt sich heute noch dafür, in dem Film jemals mitgespielt zu haben. Geschlossen. Die Verluste an Menschen und Material waren gewaltig. Am gleichen Tag beginnen britische und französische Truppen... Das ist ein Phänomen, das Spiel. Das ist damals, das kam aus dem Nichts, hat ein Genre aus der Taufe gehoben, zumindest so ein Nebengenre, und war in Deutschland sensationell populär. Du, ich sag dir, dieses Spiel hat mich mindestens 3 Jahre meines Lebens gekostet. Das waren nämlich die ersten 3 Missionen, die ich gespielt habe. Und jede Mission hat ein Lebensjahr vergeudet. Dabei hatte das 20 Missionen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Oh, Commandos. Oh ja. Nachdem ich bei Unreal gemerkt hatte, dass Spiele in Deutschland eben geschnitten werden, habe ich bei Commandos gedacht, oh ja, die werden sogar recht, recht doll geschnitten. Dieses Spiel ist der Beweis dafür... Nee, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Du wolltest sagen, dieses Spiel ist der Beweis dafür? Genau. Eben, meine ich ja. Jo, man hat halt immer... Na, da schon. Was? Wieso? Da schon. Was war denn da los? Ach so. Oh, aber Gunnar dann hinterher zu mir, ja, nachdem wir uns mal irgendwann darüber unterhalten haben, sagte er zu mir, Petra, die Mission, die erste ist total easy. Du gehst mit dem Green Beret einfach auf die Mitte des Platzes, schießt 2-mal in die Luft und knallst alle ab, die aus den Häusern rauskommen. Ja, du bist wieder nicht drauf gekommen, ne? Bitte. Ich hab das genauso gemacht. Die Gegner, wenn man sie erstmal getötet hat, dann haben die sich in so leere Uniformen mit Kreuzen drauf verwandelt. Hey, das waren die Obi-Wan Kenobis quasi, sich ja auch quasi, war ja bloß noch Luft dann. Also dieses Spiel ist der Beweis dafür, dass Masochismus Spaß machen kann. Das stimmt. Denn so viel, wie man da leiden muss, wie du da puzzeln musst und immer wieder neu laden, nochmal versuchen, neu laden, oh mein Gott. Das ist das einzige Spiel, wo man so in der Nettozeit, glaube ich, mehr mit auf Ladebalken schaut, als auf das Spiel selbst. Ja, tatsächlich. Also jedenfalls ein Spiel, das mich doch angestrengt hat, muss ich sagen. Es war anstrengend, aber es war super.
Einzige, was dieses Spiel noch hätte gebrauchen können, wäre ein bisschen mehr Schmalz. Ja. Und Voxelgrafik. Und Voxelgrafik, genau.